Jetzt ist. Ich weiß, was noch geiler ist. Luisa, du hast großspurig behauptet, du kennst den Song auch. Und das haben wir nämlich noch nie gemacht. Den Song, wie im Original, mit drei Leuten zu performen. Ich glaube, der Frauenpart hat so einen Satz. Ich dachte, du machst da eine ganze Strophe. Eine ganze Strophe. Oder nicht? Kannst du auch aussuchen, welche? Ich weiß es noch nicht, oder? Ich mach ein bisschen Adlibs. Guck mal gleich mal ins Feeling rein. Ich mach mal die erste. Na gut. Und die geht so. Es ist 1996, meine Freundin ist weg und bräunt sich in der Südsee. Allein? Ja, mein Budget war klein. Na fein, Herr Reun, willkommen im Verein. Ich wette, heute machen wir erneut eine fette Beute. Treffen sollte Bräute und Ratalette Leute. Banone und Trauern, wow, schaut euch diese Frau an. Schaffte dazu bis zum Standard. Du bist deine Herz, deine Liebste auseinander. Und du hängst an der anderen. Was soll ich denn heulen? Ihr wisst, dass ich meiner Freundin treu bin. Ich bin brav, aber ich darf eben mein First Love. Ich darf nur im Schlaf, doch auf sie war ich schon immer scharf. Habt ihr den Blick gehabt, den sie mir eben durchs Zimmer warf? Oh mein Gott, was eine tolle Sorte. What a pretty woman, das Glück ist mir den Nomen. Wenn ich die stummen Blicke schicke, sie die Rumen linke kicke, meint ihr, checkt sie das? Du bist eine Show, Body Plexiglas. Sie kommt auf mich zu. Kleiner, kleiner, hast du noch Schweinerein? Ja klar, hey, nein, ich mein, jein. Ja, ja oder nein? Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein? Einen guten, so sagen mein Bester. Und ich habe ein Problem, ich stehe auf seine Freunde. Nicht auf seinen Gitarristen. Würde ich auf die Gitarristen stehen, hätte ich nicht das Problem, das wir haben, wenn er sie und ich und sie. Kommt sie in den Raum, wird mir schwindelig. Sag ich, sie will nichts von mir, was schwindelig. Ich will sie, sie will mich, das weiß sie, das weiß ich. Nur mein bester Freund, der weiß es nicht. Und so befindet sich sozusagen in der Zwickmühle. Und das ist auch der Grund, warum ich mich vom Schicksal geblickt fühle. Warum man ja die schönste Frau zur Frau mit dem schönsten Körper war und ist sie schlau? Genau, steigen an die Tränen in die Augen, wenn man sieht, was mit mir passiert und was in mir geschieht. Es ist ein Engelchen und Teufelchen auf meiner Schulter. Engel links, Teufel rechts, rechts. Nimm dir die Frau, sie will es doch auch. Kannst du mir erklären, wofür man gute Freunde braucht? Halte dich links, schreit der Freddy von der Linken. Weißt du nicht, dass sowas scheiße ist und Lügner stinken? Und so streiten sich die beiden um mein Gewissen. Und ob es glaubt oder nicht, es geht mir echt beschissen. Und während sich Luisa und der Freddy anschreien, entscheide ich mich für ja, nein, ich mein, ja. Ich mache hier nur noch meine Strophe fertig. Pack meine sieben Sachen unter der Tisch. Mich zu meiner Freundin begeben, denn wenn man ehrlich gesteht, solche netten, ruhigen Abende eher spärlich gesehen. Aha. Und dann werdest du eingeladen. Auf das Beste aller Feste, auf der Gäste ist eingetragen. Wenn du nicht mitkommst, hast du echt was verpasst. Und wir wundern uns, das wird fast die Party des Jahrhunderts. Ha, Lust hätte ich ja eigentlich schon. Oh, es klingelt jetzt das Telefon. Und sie sagt, es wäre schön, wenn du bei mir bleibst heute Nacht. Ey, ich dachte, das wäre abgemacht. Wisst ihr, ich liebe diese Frau. Und deswegen komm ich von der Traufe nach Solingen. Ja, was ist denn jetzt, Frederik Lobitz, du altes Kollegenschwein? Kommst du mit? Ja, nein, ich mein, yeah! Ja, ja oder nein, soll ich's wirklich machen? Oder lass ich's lieber sein? Soll ich's wirklich? Soll ich's wirklich? Oh.